So, jetzt willkommen zurück zu Gothic 2 und D3D11. Das ist der Name des geilen Mods hier. Ich habe gerade erfahren, ich habe in der letzten Folge gesagt, der werte Herr edit mich vielleicht, der Mod-Ersteller. Er hat mich geedit. Und dabei stellte sich heraus, dass er tatsächlich, er ist deutsch, die fucking Scheiß-Mod. Ja? Ich meine, das... Diese krasse Überarbeitung für mich gemacht hat. Extra für dieses Let's Play. Und ich wusste das bis eben gar nicht. Ja? Ich wusste das nicht. Und zwar damals, wo ich Gothic 1 gespielt habe, letztes Jahr, hatte er das auch schon geguckt. Und er ist ein Abonnent von mir. Und da hatte ich erwähnt, dass ich Gothic 2 auch vorhab zu Let's Play. Und er direkt rangesetzt. Grafikmod machen. Also dicke Props, echt. Link ist in der Beschreibung. So, jetzt geht's. Ah, hier. Eins noch. Ich habe mir gedacht. Ja, scheiße, ne? Die kann man nämlich lesen. So. Und ich habe die alle jetzt schon abgegeben. Ich habe nur, oder? Ich habe rot, grün. Ja. Geil. Okay, das verwirrt mich jetzt. Also ich hatte geplant, wie gesagt, letzte Folge waren wir in der Bibliothek, um uns hier für den Test zu informieren. Und da kam ja nicht wirklich viel bei raus. So, nur die Story vom Volk. Aber jetzt nicht für was, welche Kaste da war. Und ich hatte gedacht, dass diese farblichen Steintafeln, die wir ja in den Herrenhäusern gesammelt haben, es sind ja 5 Stück für jeweils eine Kaste, dass die das erklären. Aber jetzt habe ich nur noch 2, aber jetzt sehe ich, dass man die ja auch durchlesen kann, die alten Steintafeln. Die Kaste kriegt. Und ist da jedes Mal was anderes drauf? Nee, das ist immer das Gleiche. Das ist ja scheiße. Okay, egal, wir lesen es trotzdem einfach mal. Die Kastellkrieger hatte den Zorn unseres Gottes heraufbeschworen. Radames, der Nachfolger Quahodrons, wurde gebannt. Aber seine böse Macht erreichte uns selbst vom Ort seiner Verbannung noch. Wir waren machtlos dagegen. Adonis Zorn hat Jaken da getroffen. Gut. Rot. Wir, die letzten 3 Anführer des Rates der 5, haben die Kammern des Tempels mit Pfeilen versehen. Oh Gott. Scheiße, da muss ich ja hin. Und den Eingang versteckt, auf dass das Schwert nie wieder das Tageslicht erblicke. Toll, ja, bringt mich weiter jetzt hier im Test. Die 3. Falle wurde von Quahodron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Das bringt mich ja nicht weiter, Leute. Scheiße. Okay, dann jetzt High Risk. Ja, eigentlich ist er. Welche Kaste von Jakenda ist es, der du angehörst? Da fängt schon wieder gut an, ne? Ich bin Magier und daher Gelehrter. Die Gelehrten. Das glaube ich. Ich denke, du kommst. Stell. Welche Priester? Die Priester. Das glaube ich. Stell. Woher soll man das denn wissen, welcher Kaste man selber angehört? Ich wusste gar nicht, dass ich in der Kaste bin. Der wirft mir hier Sachen vor. Warum bist du eigentlich nicht durchsichtig? Heiler. Die Heiler. Ja, brauchst du ja auch nicht glauben. Scheiße hier. Der Krieger bin ich, Junge. Guck meine Rüstung an. Die Kriegerkaste. Was? Stell deine. Totenwächter. Ne, weil ich ihn beschworen habe. Die Totenwächter. Wer schützte einst das Volk? Ich schreibe das jetzt auf. T. Okay, also die Totenwächter können anrufen, also nein. Die Heiler können, das sind die Portalmechatroniker, also nein. Die Priester, die machen Hoffnung und können Quad fahren. Die Krieger, würde ich sagen, ne? Die Kriegerkaste. Wer kann geil, K. einen direkten Befehl erteilen? Das weiß ich! Die Priester, denn die können Quad fahren. Ja? Quahodron können die steuern, verstehst du? Das war die Eselsbrücke. Die Priester, Junge. Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Ra-ra-hademes. Nein. Rademes. Dein scheiß Sohn! Dein scheiß Sohn! Nee.
die Kriegerkaste. Weil die fünf Babos haben gesagt, ja, wir wählen neun, bla, und die Kriegerkaste wollte das nicht und haben deinen scheiß Sohn genommen. Die Kriegerkaste. Wer hat das Bam! Letzte Wort im Rat der fünf? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Gelehrten, ne? Die Gelehrten. Ja! Und versorgt die Kranken. Lindert Leid, versorgt Kranken. Das können ja nur die Heiler, oder? Wofür waren die Priester? Heiler! Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem... Das weiß ich, das weiß ich. Und zwar die Priester. Nee, gar nicht. Die Heiler. Die sind nämlich die Portalmechatroniker. Die Heiler. Deine Antworten sind so... Was? ...wie deine Absichten. LOL, das sagst du... Ich werde dir nicht helfen. Alter, ich hab mir aufgeschrieben, H für Heiler, Portalmechatroniker. Waren das die Gelehrten? Okay, warte, jetzt Schnelldurchgang. Welche Kaste von... So, T. Die Schnelldurchgang. K. Die. P. Die. K. Die. G. Die Gelehrten. H. So. Die. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Ich hab mir aufgeschrieben, die Heiler, du scheiß Kackbratze. Ja, dann, wer könnte denn sowas noch? Eigentlich Gelehrte, oder? Die wissen, wie man so ein Portal krass versiegelt. Die Gelehrten. Deine Antworten sind so... Dann sind's die Priester. T. Die Tor. K. Die K. P. Die Pri. K. Die Kri. G. Die. H. Die. So, die Gelehrten und die Heiler waren es nicht. Dann würde ich sagen, sind es die Priester. Die Priester. Deine Antworten sind... Was? Falsch, wie ich... Hä? Lol, die Krieger? Die sind doch dumm, die können nur draufhauen. Und die toten Fragen. Wächter, was sollen die da... So. T, Mann. Die. K. Die. P. Die. K. Die. G. H. So, und jetzt Krieger oder Totenwächter? Oh, oder? Das kann ich gar nicht wissen. Aber weiß ich ja nicht. Komm. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir und werde dir meine Hilfe gewähren. Oh Gott. Leute, so weit bin ich doch letzte Mal gekommen, wo ich hier war. What the fuck? Ich hätte einfach nur... Egal. Gib mir Schlüssel, Junge. Oh, Buch zu hier, die Scheiße. War ein toller Test. Tech. Quad. Scheiße hier, Schlüssel. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel verschafft. Hören Sie mal, junger Mann. Wenn du mich gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Kardemon und ich sind die einzigen in Jakenda, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adalos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Kardemon geplaudert haben. So sieht's nämlich aus. Ich sage aus. Dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinem... Alter, dieses geschwollene Labern kannst du mal gleich... Das will ich auch hoffen. Ja. Das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Das ist ja krass geheim. Meine Zeit ist abgelaufen. Ja, tschüss. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Werd mal wieder unsichtbar. Bedenke, hüte dich vor den Kammern Adonis. Sonst ist es dein sicherer Tod. Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Nice. Im Reich der... Ja, was ist jetzt? Wow! What? Sind die behindert, Alter? Ich krieg einen Gehörsturz!
Alter! Jo, ich ruf mal hier gleich mal Kind an. Ne, Hörgerätetermin ist dann morgen. Alter! What the fuck? Normalerweise bin ich derjenige, der den Leuten Gehörsturz gibt. Scheiße hier. So. Boah, Alter, ey. Ja, rostiges Schwert liegt hier rum. Ja, geil. Alter, der Wichser, ey, der soll tot bleiben, ey. Schreit da rum wie so ein, Ich weiß nicht, ey. Weiß ich nicht. Redet ganz normal mit mir. Und dann ploppt er weg und schreit die... Boah. Schreit einem die Hucke voll, ey. Es ist echt nicht schön. Alter, das war so todeslaut. Ich komme da gerade nicht drauf klar. Unverschämtheit ist das. Unverschämtheit. Ja, und jetzt singen sie wieder schön hier. Vielleicht halte ich auch einfach den Ingame-Sound zu laut. Scheiße hier mit... Oh Gott, die Banditenrüstung. Ach, weißt du was? Fick dich. Ich auch, ja. Guck mal, der rennt schon wieder. Er rennt da schon wieder, Alter. Will mich angreifen. Geh. So, Saturas. Was? Kommt der hinterher? Durchs Top-Portal. Du entwischst mich nicht! So, hey. Hier. Zwischenmeldung. Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Hat der Geist geredet? Ja, das hat er. Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Nee. Richtig. Und er hat mir auch verraten, was sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Bei Adanos? Was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln. Wir müssen so schnell wie möglich die Kammern überwinden und die Waffe in unseren Besitz bringen. Was sind die Kammern Adanos? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Oh nein. Im Tempel selbst gibt es drei Kammern, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Egal, ich hab nur zwei. Wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf ihnen lösen, kommen wir ins Allerheiligste des Tempels. Ich weiß nicht, ob Raven die Rätsel des Tempels entschlüsseln konnte, aber falls dies der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Toll. Ihr scheiß kleinen Wichser, jetzt bin ich wieder der, der ihr knechten muss für euch. Nur weil ihr es wieder verkackt habt, ey. Die Wassermagier sind immer so scheiße dumm, ey. Wirklich ohne Witz. In Gothic 1 waren die schon kacke. Jo, lass einen Haufen Erz bauen, ich spreng hier alles hoch. Ey. Ihr seid ein Lappenverein, wisst ihr? Ey, komm ich hier an. Will euch helfen, weil ihr nur Scheiße baut. Und der Typ regt sich erstmal voll auf. Du hast unseren Erzhaufen geklaut in der Mine. Und nicht geklaut. Die Energie Spasti. Wirklich, du bist ein Spasti, Saturas. Wärst du nicht unsterblich, ja? Und storyrelevant. Du wärst schon lange tot. Blöder Affe, ey. Was ist die Klaue Belias? Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen. Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Alter, jetzt nennt er die Trottel! Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen. Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? Nö, weißt du? Er ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht. In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren. Also erstmal wir alle schon mal gar nicht, wenn dann du, weil ich hau dann ab. Aber du bist so ein abgehobenes Stück Scheiße, Saturas, weißt du? Baust nur Kacke, bist nur am Flame und jetzt nennst du noch dieses Ultra-Volk, die alles können. Trottel. Volltrottel. Du bist hier der Trottel, ey.
Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig. Doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen. Keine Ahnung, machst du! Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Oh, der Junge ist so scheiße. Alles bei dir. Nimm die Reliquien an dich und begib dich umgehend in den Tempel. Adanos möge dir gnädig sein und uns alle beschützen. Ja. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Ja, ich werde es als Erster erfahren. Aber hast mich noch schön gesegnet, danke. Ich reg mich nicht auf, ey. Kaffee habe ich getrunken. Ich will einen hören. Es ist noch zu. Ja, deine Mutter ist. Adanos. Ja, Schütz. Du fragst. Jo, was soll ich jetzt mit den Reliquien machen, ne? Ich hau nur drauf. Ihr seid die Gelehrten. Keine Ahnung. Wirst schon sehen. Geh einfach in den Tempel. Geh rein. Löse unsere Probleme. Wir kennen dich nicht mal, aber du löst immer unsere Probleme. Geil. Demnächst soll ich noch bei dem zu Hause putzen. Guck mal, verzieht er sich da hoch. Oh geil, der macht jetzt alles. Spasti. Ich mach das nur, weil das EP gibt. So, jetzt hat er mir aber die ganze Scheiße gegeben. Dann, ne? Wird toll. Wird toll. Aber ich bräuchte irgendwie nochmal Mana-Tränke. Was ist eigentlich mit ihm hier? Sag mal, du verkaufst hier Mücks hier, ne? Ich habe mit Quaro dran gesprochen. Dann hast du ihn tatsächlich aus dem Reich der Toten erwecken können? Das ist unglaublich. Ich bewundere diese Erbauer immer mehr. Ja, das sagt Wer was, sagt weiß, was sie noch zustande gebracht hätten, wenn sie heute noch existieren würden. Belias großer C vielleicht. Ne? Oder Belias Penis. Hey, you. Die Reise durch das Portal ist sicher? Bisher habe ich kein... Wer verkauft da? Nice. Es ist so geil. Es ist so geil. So geil. Geh und lauf. Putz uns den Arsch ab. Habt ihr Tränke für mich? Nö. Nö. Warum auch? Gibt doch Mana-Regeneration. Den Wert gibt es doch hier. Schau mal. Direkt unter Mana. Was? Lebensenergie? Das ist neu. Ich verbrenne euch alle. Ja, mit dem Bogen. Mit der Waffe. Ja, bitte, halt die Fresse, halt die Fresse! Ich löse eure Kackprobleme for free! For free, nicht. Es war eine Mischung aus für und vor. Ich reg mich jetzt hier nicht auf, ey. Dafür ist das Wetter viel zu schön. So. Zu den Banditen. Die ich nebenbei ja auch alle selber überwunden hab, ey. Ich musste mich schlagen mit etlichen. Nur damit ihr einen Arsch aus der Scheiße kriegt, ey. Ist echt wahr. Du schon wieder. Ach komm, halt doch das Maul, Alter. Ist hier irgendwer eigentlich, der meine Arbeit respektiert? Irgendjemand? Du schon wieder. Willst du dich nochmal mit... Ich bin doch hier mal durchgeflitzt, ohne Banditenrüstung. Das war lustig. So, ich speichere mal. Penis. Ne? Warte mal. Du schon wieder... Alter, halt! Was ist denn das, der Dank? Ich dachte, du wolltest dich mit mir an... Ja, irgendwelche No-Names hier, Alter. Scheiße, ey. So. Assiste, ich muss immer noch in die Höhle von dem Schattenläufer da hinten, in Timbuktu. Ja, jetzt gehen wir erstmal durch das geile Tor ohne Mana-Tränke. So, warte mal. Guck mal, wie viele habe ich? 4. Oh, geil, habe ich neu. Ja, 4, nice. Kann man machen. Ne? Kann man machen. Ich bin bereit, definitiv. Das ist... Oh, ich habe bald 30 Stärke, ne? Geil, ja. Geil! So, was steht denn hier auf dem Scheiß, was er mir gegeben hat? Da, ne? Steintafel des Quad. Jehedra Akanta.
Ja, geil. Tolle Sprache hier. Ja. Yerhedra, Akantar. It's me, Mario. Was passiert da? Hallo? Mach auf! Sesam, öffne dich! Junge, verarscht ihr mich jetzt? War das alles eine Riesenverarsche? Hä? Bin ich jetzt scheiße oder das Spiel? Weißt du, sowas wäre halt immer im Livestream ganz cool. Könntet ihr mir direkt sagen, ob ich jetzt behindert bin oder das Spiel? Junge, Alter. Jeheka Alcantar, Mann. Mach auf jetzt, die Scheiße. Hey. Junge. Geil. Ja, das Spiel war scheiße. Schön. Ich speichere mal, da hinten ist ein ganz großer Otto. Ist der Shit, ey. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mitmache, ey. So eine Scheiße, ey. Das ist kein Gegner, oder? Weil dann deinstalliere ich das Spiel. Oh, nice. Ja, da ist noch einer. Komm. Sehr schön. Ich habe Angst, dem dicken Mann zu nahe zu kommen, Alter. Hier ist aber auf jeden Fall jetzt die geile Login-Musik endlich mal. Da habe ich so lange drauf gewartet. Silberkette, Trank. Ich habe keinen Bock, den Typen da... Hi! Alter... Okay, Rätseltime. Oder? Sonst erwacht er bestimmt. Oh, eine Fackel. Schön. Da sind Steinboys, da ist Gewitter, Sonne, Schlüssel, Falle. Hier ist nur ein Schlüssel. Ich speichere mal. Mach ich gerne. Ja, ich, okay. Das war der Schalter, der die ganze Scheiße fertig betätigt. Ich muss hier wahrscheinlich in der Reihenfolge tippen, ne? Sonst gibt es hier ein Halleluja, schön. Und dann als letztes, geil. Gut, dann schauen wir mal. Weiß ich irgendwie, was das hier für eine Kaste ist, Geschisse? Geil. Ja, dann, gucken wir mal. So. Ich weiß nur, in Gothic 1 gab es eine ähnliche Stelle mit Rätseln und da war ein Bug. Dass etwas einfach nicht passiert ist. Das war geil. Wo sind die scheiß Tafeln? Da. Oh, gelb. Ich, der sich gegen den Entschluss der drei gestellt hatte, erbaute die erste Falle und nur ich kenne die richtige Pforte. Gegen den Entschluss der drei. Das war der Gelehrte. Nee. Oder? Und woher weiß ich, was das Zeichen für Gelehrter ist? Das ist, wie man reinkommt. Und den Eingang versteckt auf der... Ja, schön. Hä, wo sind jetzt die anderen beiden? LOL, die lösen sich auf? Oh nein, ich dachte schon.
Oh mein Gott. So, blau. Kardimon, er sandt die zweite Falle. Und nur der, der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird der dritte wird die dritte Kammer erreichen. Ja, das weiß ich schon hier. Grün. Die dritte Falle wurde von Quahodron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. So, was sieht nach dem Gelehrten aus? Der Schlüssel, oder? Scheiße, Mann. Wer war das nochmal, der sich gegen die drei... Sonne... Geil! Ich habe das auch nirgendwo stehen, oder? Habe ich das irgendwo stehen? Okay, es gibt drei Kammern. Tödlicher Rätsel. Ja, toll. Toll. Ist irgendwo die Geschichte aufgezeichnet, dass ich das nochmal lesen kann? Nee. Oder? Drei Steine, drei Butler? Achso, erfüllte Mission läuft. Ja, wer war das, der sich gegen die drei Verbliebenen des Rates gestellt haben? Alter, was weiß ich denn? Hm. Ich probier's einfach aus. Nice, das war's. Die Steinheinis, ja klar. Das Zeichen für Joghurt. Nee, Alter, jetzt muss ich da eine... Was? Ist auch so ein geiler Tipp, muss ich einfach mal sagen. Yo, ich bin es, der gegen die drei Arschlöcher war. Ich bin der Schlüssel. Geil. Was? Was? Gibt es irgendwie... Es ist so grandios, ey. Hammer, ne? Und du so? Der einmal. So. Jetzt auf den Ich weiß gar nicht, was die Scheißsymbole sollen. Ich schaue mich immer genauer um. Ja? So, an den Wänden ein Haufen Scheiße. Aber wirklich. Vielleicht jetzt auf den Schlüssel... Ich weiß doch gar nicht, was das Gewitter und die Sonne soll und die Scheißfalle. Es kann doch nicht sein. Ohne Witz. Ich lese mir jetzt nochmal alle durch. Jetzt sind die wieder hier unten. Erstmal rot. Wir, die letzten drei Anführer des Rates der Fünf, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen und den Eingang versteckt, dass das Schwert nie wieder das Tageslicht erblicke. Grün. Die dritte Falle wurde von Quahodron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Geil, hat er mir auch gesagt. Oder? Pink. Quahodron war es auch, der mit der Hilfe von Kardimon das äußere Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt. Nur ich blieb zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, dass Rademis für alle Zeiten im Tempel verrottet. Ja, schön, toll. Bringt mich weiter, ja. Oh, grün hatte ich schon, ne? Ja. Blau. Kardimon. Er sann die zweite Falle. Weg des Lichts. Ja, das ist wenigstens mal ein Anhaltspunkt. Gelb. Ich. Der sich gegen den Entschluss der drei gestellt hatte, erbaute die erste Falle. Und nur ich kenne die richtige Pforte. Wer ist ich? Es waren fünf Heinis. Von jeder Kasse einer. Quahodron ist verreckt. Nee.
Scheiße, kann man die Scheißgeschichte irgendwo nachlesen? Es ist doch nicht wahr. Ohne Scheiß, kann man die irgendwo nachlesen? Als ob ich mir das alles merke von Woche zu Woche. Geil. Warte, was ist hier für ein Symbol drauf? Ja, der scheiß Kopf halt. Ich, probier jetzt einfach aus. So, die haben wir. Kommt Gewitter. Tod. Toll, ne? Das machen wir jetzt noch. Sonne. Warte, hatte ich jetzt die Toten, die Heinis überhaupt gedrückt? Oder hatte ich schon mal wieder neu geladen? Ausprobieren. Toll, die hatte ich noch gar nicht gedrückt. So, jetzt Gewitter. Tod. Ha, ha, ha. Um. Sonne. Tod. Schade. So. Schlüssel hatte ich ja schon mal. Falle. Falle. Schlüssel. Tod. Geil. Ich muss anscheinend die 5 in der richtigen Reihenfolge drücken, dann kann ich rüber. Also, geil. Die Heinis. Dann der Otto. Ja, zu weit weg, stehst genau davor, du. Schlüssel. Tod. Geil, in die Zukunft gucken. Ja, ich wette, irgendwo kann man die Scheiße auch nachlesen, ne? Nur ich hab's wieder nicht mitbekommen, geil. Sonne! Ja, hier geht was auf, ja. Hier geht was auf. Aber irgendwo bewegt sich noch mehr Stein. Gut. So, das wäre gelöst. War ein tolles Rätsel. Hoffe, alle hatten Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.